Moin. In dem Mod Immersive Aircraft können wir, naja, mit Flugzeugen fliegen. So wie wir es hier gerade sehen. Einer dieser Doppeldecker können wir craften, können wir mit fliegen, können wir auch mit abstürzen, da muss man natürlich aufpassen. Und wenn ihr wissen wollt, wie man die craftet und wie man mit denen fliegt, bleibt auf jeden Fall dran. Wir haben aktuell 5 unterschiedliche Luftschiffe. Da haben wir einmal das sogenannte Luftschiff. Das sieht so aus von der Optik. Dann haben wir auch das Frachtluftschiff. Was dann so aussieht, da haben wir also genau dasselbe im Prinzip, nur ein bisschen stärker und mit ganz vielen Drohnen dran. Wenn wir hier einmal mal reingucken, sehen wir jetzt hier auch links und rechts, haben wir sehr, sehr viel Drohnenplatz, was wir jetzt in dem hier nicht hätten. Hier hätten wir hier nur einmal in der Mitte so einen Drohnenplatz. Darüber hinaus haben wir jetzt noch dann 3 weitere Fluggeräte, die eher dann ja, zum einfachen Fliegen sind. Einmal den Doppeldecker, den habt ihr gerade im, ich sag mal, Intro gesehen. Wichtig ist, auch hier haben wir immer wieder einen Inventarplatz frei. Und wir haben den Flugschrauber, das ist eher so ein kleiner ja, Hubschrauber, kann man sagen. Der ist sehr, sehr einfach zu bedienen und hat ebenfalls einen Inventarplatz frei. Und wir haben da am Ende noch das sogenannte Quadrocopter oder den Quadrocopter. Und das ist so eine Art Hubschrauber, der jetzt so aussieht. Auch hier haben wir natürlich ein paar Inventarslots frei. Ich finde die Geräusche auch ziemlich cool, deswegen wollte ich mich jetzt auch mal in jeden einmal reinsetzen. Darüber hinaus haben wir natürlich neue Baumaterialien, damit wir diese Dinger auch gecraftet kriegen. Da haben wir einmal das Triebwerk, dann haben wir den Propeller, wir haben ein Heizkessel, wir haben Segel und wir haben Rumpf. Oder Rümpfe. Wie wir das alles craften, gucken wir uns gleich an, sobald wir uns mal die einzelnen Flugzeuge hier auch craften können. Da scheint jetzt ein Schwein drin zu sein. Darüber hinaus haben wir auch sehr, sehr viele Upgrade-Möglichkeiten. Und da wird es natürlich dann sehr spannend. Wir haben zum Beispiel einen verbesserten Propeller. Da haben wir minus 75% Luftreibung. Das heißt also, wenn wir in der Luft fliegen, haben wir auch eine Art Luftwiderstand. Wir haben den Ökomotor. Da haben wir weniger Kraftstoffbedarf, aber dafür auch weniger Motorleistung. Also diese Geräte, die benötigen natürlich Kraftstoff. Die fliegen nicht einfach so. Dann haben wir den NESA-Motor. Der gibt uns 40% mehr Motorleistung, hat dann aber auch mehr Kraftstoffbedarf. Also quasi das Gegenteil vom Ökomotor. Wir haben den Stahlkessel, der dann wiederum die Motorleistung erhöht, aber auch den Kraftstoffbedarf erhöht. Dann haben wir das Industriegetriebe, welches den Kraftstoffbedarf einfach reduziert. Also das ist ein sehr schönes Upgrade, hat keinen negativen Effekt. Dann haben wir die robusten Rohre, die geben uns 10% mehr Motorleistung. Wir haben das Gyroskop, das gibt minus 100% Windeffekt. Das heißt, der Wind macht uns gar nichts aus. Wir können fliegen, als würden wir uns einfach hier in der Minecraft-Welt bewegen, was sehr, sehr angenehm ist. Und wir haben die Rumpfverstärkung, die die Haltbarkeit erhöht. Wenn wir mal irgendwo gegenknallen sollten, könnte das Flugzeug nämlich auch kaputt gehen. Und das verbesserte Fahrwerk haben wir 50% ab. Fluggeschwindigkeit, das ist schon recht wichtig, wenn man nur kleine Bereiche hat, wo man starten kann. So, das Interessanteste ist aber jetzt natürlich, wie craften wir sowas? Wir beginnen einfach mal mit dem Luftschiff. So, das Luftschiff craften wir uns mit 2 Rümpfen, 6 Segeln und einem Triebwerk. Einen Rumpf craften wir uns mit Holz und mit Eisenbarren. Das Triebwerk craften wir uns mit Bruchstein, mit Kolb, mit Schmelzofen und mit dem Heizkessel. Den Heizkessel wiederum dann mit Kupfer und Ofen. Und die Säge craften wir uns mit weißen Teppichen und mit Fäden. Sobald wir das Ding dann gecraftet haben, können wir es einfach irgendwo per Rechtsklick aufstellen. Mit einem Linksklick können wir dem auch abbauen und woanders aufbauen. Jetzt gehen wir mit einem Rechtsklick hier rein und wir sehen, du hast nur noch wenig Treibstoff. Wenn wir jetzt die Taste E drücken, haben wir das Inventar des Luftschiffs. Hier haben wir auf der linken Seite Kraftstoff, da können wir einfach Kohle reintun. Und wir haben jetzt hier einmal 2 Waffenslots, das ist aktuell aber noch nicht nutzbar. Und wir haben jetzt hier mehrere Upgrade-Slots und wir haben Banner und Färbeslot. Das heißt, wir können dieses Ding hier auch färben. Zum Beispiel mit violetter Farbstoff. Jetzt haben wir halt ein violettes Luftschiff. Genauso können wir auch ein Banner dran setzen. Dann hätten wir hier an der Seite ein Banner auf beiden Seiten. Ja, die Upgrades packen wir in die Mitte. Dieses Gerät hier kann 2 Upgrades tragen. Und wir können nicht zweimal dasselbe Upgrade reintun. Das heißt, wir müssen uns da wirklich entscheiden. Immer nur einmal. Ich packe jetzt mal diese beiden Upgrades rein. Jetzt könnte ich die demnächst auch starten. Starten tun wir, indem wir einfach die R-Taste drücken, also gedrückt halten. Also quasi das Springen und schon sind wir in der Luft. Jetzt können wir mit der Schleichentaste auch runter. Das ist übrigens die Steuerung für jedes Luftschiff identisch. Naja, und wenn wir jetzt nach vorne gehen, können wir ganz einfach nach vorne fliegen. Mit den WASD-Tasten können wir halt in die jeweiligen Richtungen nach vorne oder auch zurück. Und wie gesagt, mit der Leertaste kommen wir noch höher. Und so können wir jetzt anfangen, durch die Minecraft-Welt zu fliegen. Das Luftschiff ist eines der einfachsten Luftgeräte. Das lässt sich, wie gesagt, super einfach steuern. Und generell sind ja eigentlich keine Probleme auch mit der Landung. Mit der Taste R, standardgemäß, steigen wir aus. Und wie gesagt, einmal Linksklick können wir das Ding aufheben. Aber darauf achten, wenn das Teil mit Upgrades voll ist, fallen die auch einfach auf den Boden. Jetzt schauen wir uns noch den Quadrocopter an. Ähnliches Prinzip. Auch hier muss wieder Treibstoff rein.
Und auch hier mit der Leertaste nach oben. Und die Steuerung ist hier schon so ein bisschen anders. Wir gehen auf jeden Fall mehr in die Kurven rein. Aber an sich ist es ähnlich wie das Luftschiff zu handeln. Und es ist, glaube ich, auch ein bisschen breiter. Das Interessanteste ist vermutlich der Doppeldecker, weil der schon ein richtiges, ja, von der Optik her auch Flugzeug ist. Auch hier müssen wir natürlich wieder unseren Treibstoff reintun. Wir können ja auch Boost-Raketen reintun und auch ein paar Upgrades, je nachdem, was wir halt machen wollen. Auch hier starten wir wieder mit der Leertaste, dann fliegt der Doppeldecker schon geradeaus. Und wie wir sehen, wir sind schon in der Luft. Wir können jetzt hier einfach nach links und rechts lenken. Dann wird auch direkt eingelenkt, das heißt, wir drehen nicht das Flugzeug und müssen dann auch nach vorne fliegen. Wir drehen einfach rein und der dreht sich dann direkt in die Richtung, was ich sehr, sehr angenehm finde. Mit der Shift-Taste machen wir den Motor aus, das ist sehr gefährlich. Deswegen hier auf jeden Fall aufpassen, dass ihr nicht während des Fluges nochmal die Shift-Taste drückt. Denn wenn der Motor einmal aus ist und ihr nicht hoch genug seid oder schnell genug seid, ja, dann knallt ihr auf den Boden. Hier können wir jetzt nämlich nicht mit der Shift- oder Steuerungstaste runter. Wir müssen wirklich tatsächlich mit der Taste S nach oben oder mit der Taste W nach unten gehen. Das heißt, diese Steuerung hier unterscheidet sich dann doch so ein bisschen von den anderen Fluggeräten, deswegen wollte ich das nochmal gezeigt haben. Das Landen ist auch ein bisschen schwieriger, weil wir haben jetzt hier ein richtiges, ich nenne es mal Flugzeug. Wir brauchen hier eine ebene Fläche, um dann wieder auf den Boden zu kommen, damit wir auch nicht irgendwo gegenknallen. Wenn wir keine ebene Fläche gerade haben, sollten wir zumindest versuchen, relativ langsam auf den Boden zu kommen, damit wir zumindest nicht irgendwo gegenknallen und das ganze Teil hier kaputt geht. Ihr könnt währenddessen auch versuchen, den Motor auszumachen, dass es im Prinzip euch ein bisschen einfacher gemacht wird, auch auf einer sehr schmalen oder sehr kurzen Strecke hier zu landen. Ja, dann mit der Taste R kommt ihr raus und könnt euch wieder weiter bewegen. Ich finde den Mod ziemlich cool. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt die gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like und ein Abo sehr freuen. Wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos. Bis dahin.